Hallo Sims, hier Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 Zeit für Freunde. Heute im Cast mit Akito, der ja tatsächlich noch aussieht wie ein Teenager. Und da können wir vielleicht so ein bisschen was dran machen. Ich liebe seine Frisur sehr. Ich finde, sie steht ihm unglaublich gut. Wir werden trotzdem mal die verschiedensten Frisuren durchprobieren, um einfach mal zu gucken, wie sie ihm stehen würden. Und wow, er sieht gleich instant erwachsen aus, ne? Weil wir können ja auch so machen, dass er zum Beispiel eine Business-Frisur hat, wo man dann sagt, so, ja, oh, das ist der Business-Teil, ausrasiert nicht so richtig. Das ist zum Beispiel halt so, wenn er jetzt arbeiten geht, Haare zurückgegelt und alles so, um vielleicht erstmal einen normalen Job zu kriegen. Ich wäre halt auch dafür, dass Akito jetzt nicht gleich versucht, als DJ durchzustarten, sondern eine kurze Zeit lang normal in einem Job arbeitet oder vielleicht sowas wie so ein Zivildienstjahr macht oder so. Irgendwie, keine Ahnung, Job anfängt bei der Polizei oder so. Das wäre jetzt mit ihm halt ein bisschen was. Ja, was soll ich sagen, dass wir mit ihm halt so ein bisschen so erwachsen werden Content erleben, dass er ein bisschen die Erwachsenenwelt kennenlernt und er versucht sich nebenbei als DJ was aufzubauen und dann, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Er könnte ja auch im Laden helfen bei Berat und Sally. Das wäre vielleicht eine lustige Sache. So nach dem Motto so, hey, ich bin DJ, ich kann ein bisschen Musik machen und wir bauen ihn ein bisschen aus oder so. Und die Clownsfrisur natürlich. Das ist immer noch die süßeste Frisur. Aber die sah jetzt auch nicht schlecht aus. Quasi diese Frisur zurückgegelt. Dreadlocks würden ihm auch unfassbar gut stehen. Später als DJ könnte er mal über Dreadlocks nachdenken. Ist ja auch nicht schlecht. Bunte sehen ein bisschen komisch aus. Das hatten wir ja schon mal. Das ist nicht so wirklich das, was ich als cool empfinde. Die hatten wir auch schon mal. Das hier ist jetzt noch sehr japanisch ordentlich. Das ist dann schon wieder eher was Wildes, Verrücktes. Also sowas geht echt, wobei er sehr feminin damit aussieht. Nein, um Gottes Willen. Das ist noch cool, aber es ist halt wieder so eine ausrasierte Frisur. Da kann man halt nicht sagen, die gilt ja dann zurück oder so. Die sieht halt dann immer etwa gleich aus, weil ausrasierte Frisur. Wie sieht es mit langen Haaren aus? Nee, es geht nicht. Ja, nee. Ich wäre echt dafür, er behält seinen Pilzbob. Und ich mache schon mal eine zweite Frisur, um mir das vorzumerken. Dann gibt es halt dann quasi die ich arbeite in der Modebranche und muss gut aussehen Variante davon. War hier nicht noch eine andere, wo ich gesagt habe, okay, das ist sehr asiatisch. Wartet mal, jetzt machen wir dann noch. Also er kriegt einmal eine Anzugvariante und er kriegt einmal eine Modebranche-Variante. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt die Anzugvariante. Da können wir ihn auch gleich schon mal in entsprechende Klamotten stecken. Also so ein bisschen nach Business aussieht. Papa würde es freuen. Also in einem edlen Verkaufsladen könnte er damit auf jeden Fall auftreten. Eine Jeans dazu. Oh mein Gott, du hast so dünne Beine, Akito. Du hast so dünne Beine. Normale Hosen müssten das sein. Die hier in Schwarz vielleicht. Ja, schön klassisch mit einem... Und dann hier schön sauber klassische... Ja, das sind wunderschöne Schuhe. Und Socken dazu. Ach, Männer in Anzügen sehen einfach immer unglaublich gut aus. So, und das ist dann hier... Wenn er ein bisschen gestriegelter aussehen soll, um in einem Klamottenladen was zu verkaufen, weiß ich nicht. Das macht sich ganz gut. So der Jeans-Look, den finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde bei ihm den Jeans-Look ganz nett. Hier vielleicht ein bisschen dünner oder heller. So eingerissen ist auch nicht so. Das ist zu hauteng. Ist fast die gleiche Farbe. Geht und dazu andere Schuhe. Beziehungsweise die in einer anderen Farbe, vielleicht im Blau. Da gefällt mir das Oberteil. Ich finde Jeans super für ihn. Aber so von der vom Gesamttonverhältnis ist das jetzt nicht so das, wo ich gedacht habe, boah. Wo war das jetzt hier? Anzugjacken, Jacken, Blusen, Shirts, Poloshirts, normale Jacken. Einfach gehen wir mal Jacken durch. Das kann er tragen, das sieht gut aus. So ein bisschen erwachsener aus damit, ne? Das hier ist noch ganz edel. Das
Ja, weiß-grün ist halt nicht so cool. Ja, okay, die ist halt echt geil, die Lederjacke, ne? Also, wenn er jetzt in so einem... Ja, in dem Laden von Berat müsste er halt schon extrem schick aussehen. Beziehungsweise dann natürlich auch immer die Klamotten tragen, die Berat ihm aufdrückt. Das ist so ein bisschen... Es sieht aber wieder zu jugendlich aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Guck mal bei Kombinationen rein. Da haben ja die Frauen viel mehr als die Männer. Das ist ja auch ein bisschen schade. Dass man da bei Männern so ein bisschen weniger... Ja, genau, Dias Los Muertos Klamotos. Clowns-Kostüm. Natürlich. Dass er weniger... Sowas ginge noch. Das ist sehr modisch. Das ist ein sehr modisches Outfit. Könnte so aus der Modebranche kommen. So etwas, was ich eigentlich auf der Straße nicht unbedingt jedem empfehlen würde, aber Armbänder, dazu ein schickes Armband. Nee, fehlt mir eigentlich wirklich eine schicke Uhr. Müsstest du eigentlich wirklich eine schicke Uhr zutragen. Sowas hier. Ein Ring noch, um das Ganze abzurunden. Und eventuell eine Brille. So eine? Nein. Das hier passt gut. Das ginge. Auf jeden Fall anderes Make-up als das, was du da trägst. Er sieht halt gleich ohne Make-up, ne, dann so total erwachsen aus. Wir hatten doch hier... Fresse offen, Lippen? Naja, das ist zu... zu krass dann. Welche Augenfarbe hatten wir dir gegeben? Wir hatten dir hier unten welche gegeben. Du trägst halt Kontaktlinsen. Eigentlich ist er Brillenträger, er kriegt dann halt Kontaktlinsen. Jetzt mal passend welche dazu. Das sieht ganz schön aus. Sehr gut. Und oh mein Gott, er sieht jetzt einfach aus wie... Pff, ich weiß auch nicht. Ich kann da leider nicht runterscrollen. Ah, jetzt. Okay. So geht das dann. Okay. Er sieht einfach so ein bisschen aus wie frisch aus dem Hause Slytherin. Hier ist was Dunkles. Ja, vielleicht dann doch lieber auch solche Kontaktlinsen tragen. Ganz dunkel, typisch asiatisch halt, so ein bisschen erwachsen. Dann hier kann er solche Kontaktlinsen tragen, aber hier sollte er auch erwachsene Kontaktlinsen tragen. Wir haben hier die Lashline. Okay, klar. Dann die Lashline. Okay, klar. Dann... Warte. Die Lashline. Die untere Lashline. Sehr gut. Okay, auch hier kannst du das mit dem Eyeliner mal knicken. In der Intensität zumindest. Ja, dann nehmen wir tatsächlich ganz wenig. Und hier auch schön Mund geschlossen halten. Dass er so businessmäßig aussieht. Das ist echt gut in einem Business-Outfit, so für Bewerbungsgespräche. Das ist dann, um im Modegeschäft zu arbeiten. Und hier machen wir jetzt ein bisschen was. Ah, wir machen was draus. Lass mal gucken, wir machen hier was draus. Ohne Krempe. Ich wünsche, die könnte man einfach alle ausblenden. Ich finde diese ganzen Verkleidungsdinger total hässlich. Schlumpfmütze muss jetzt nicht sein. Männer. Gab es da nicht auch für Frauen diesen... Was anderen Hut, diese andere Mütze hier. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht nur für Frauen, das ist auch für jedermann. Das ist auch zu jugendlich dafür. Ich will ja, dass er ein bisschen erwachsener aussieht. Das hatten wir ja schon mal. Das auch. Gucken wir mal ganz runter. Gucken wir mal hier so. Rollkragenpullover steht eben verdammt gut, aber das ist halt so ein bisschen zu sehr muskelbetonter Rolli. Das zum Schlafen ist verdammt süß. Mhm, aha. Nee, ich hätte wirklich gerne so ein bisschen erwachseneren Style für ihn. Ja, sowas ist doch schon mal gar nicht schlecht. In so Pudertönen. Das gefällt ihm bestimmt gut. Soll ja auch Akitos Charakter entsprechen. Der ist ja so ein bisschen bunt, aber doch gesetzter, ne? Das ist echt ganz cool. So, das sind die Ausgehklamotten. Da kannst du aber durchaus mit diesen krassen Augen aufwarten, Junge. Das kannst du wirklich machen. Sein Abendoutfit ist das, ja? Ein Sportoutfit, das passt auch. Sein Schlafi-Outfit. Dann nehmen wir jetzt das hier, weil ich das irgendwie süßer finde. In weiß oder in schwarz? In schwarz. Alter, wieso? Du bist so dünn, Akito. Du musst mal was essen. Was ist das denn? Ehrlich?
Ich hatte jetzt irgendwie gehofft. Ich wollte Leggings eigentlich. Ich wollte ihm jetzt eigentlich Leggings anziehen, da unten drunter, aber das sieht. Er sieht dann ja noch dünner aus. Oh Gott, da kann man fast nicht hingucken. Okay, dann lieber sowas hier irgendwie unten drunter. Kann man irgendwas, was noch rausguckt? Ja. Ich friere sonst einfach, wenn ich das schon sehe, beziehungsweise denke mir einfach so. Ja, hier, das geht doch. Da, das ist komplett Outfit. Okay, da die Weggeh-Klamotten sind so ein bisschen. Ich weiß nicht. Dann doch lieber hier. Das ist für den Winter eigentlich super cool. Was haben wir denn dann noch? Hier was Abgefahrenes, hier sowas. Das kann ich mir bei ihm voll gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Akito rosa mag. Oh, die Katzen, Leute, die Katzen. Na klar, die Katzen. Aber vielleicht da auch sogar eine andere Haarfrisur. Kurz bitte. Und dann, dass er was anderes mit seinen Haaren dann halt einfach macht. So fürs Abends weggehen, dass er einfach so ein bisschen anderer Look kriegt, einen anderen Look kriegt. Das ist noch ganz cool, aber das ist auch, näher nicht ausrasiert, sondern hochgekämmt und runtergekämmt. Mittellang sind die Haare ja eigentlich. Na, das ist, wenn er jetzt diesen Wuschelbob quasi brav zur Seite kämmen würde, würde das so aussehen, ein bisschen gegelt, ein bisschen gestylt. Deswegen ist das gar nicht mehr übel. Coole Sonnenbrille dazu. Das hier hätte ich gerne als Sonnenbrille. Die geht halt voll nicht, klar. Das ist ja auch eine Sonnenbrille, ne? Weißen Rändern dazu? Mit schwarzen Rändern. Bin ich nicht ganz so zufrieden mit. Gucken wir doch mal, was es für Halsketten gibt. Genau, so ein Kätzchen-Ding. Das sieht man gar nicht. Das ist schon wieder defekt. Muss ich wieder rausschmeißen in den Download. Passt dir sowas dazu? So eine Marke? Nee, eher weniger, ne? Ja, Alter, du bist so dünn, du musst was essen. Aber ich stopfe hier auch schon permanent Essen in rein. Das klappt halt nicht so wirklich. Ja, das hat schon was. Ich finde, das hat was. Und dann ist das hier sein. Bitte, bitte geben Sie mir ein Job-Outfit. Und ich habe und ich arbeite nebenbei. Oh, guck mal. So eine Kette ist doch hier vielleicht auch nicht übel. Und nachdem so, ich arbeite hier nebenbei hier im Modegeschäft. Da passt die Hundemarke wieder besser. In weiß, bitte. Ja, damit bin ich zufrieden. Es lässt ihn erwachsener aussehen. Ein bisschen organisierter. Weil wenn er ja schließlich jetzt nur mal seinen Job dann da auch mal als DJ nachgehen will, dann muss er vielleicht mal ein bisschen üben vorher noch und ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, Startkapital mitbringen. Und da wäre es natürlich sinnvoll, er würde arbeiten gehen. Ne? Na, das sieht doch super aus, Akito. Das sieht doch super aus. Können wir zusammen ein Foto machen? Können wir bitte zusammen ein Foto machen? Foto machen mit. Guck mal, Mikisch ist auch irgendwo in der Nähe. Oh ja, Mann, cool. Die Klamotten sind richtig schick geworden. Lass mal ein Foto zusammen machen. Tschüss. Ah, oh, Bruder und Schwester, so süß. 1, 2, 3, 4. Und mal ohne Blitz und dann können wir gleich schon mal ein anderes Filter wählen. Bisschen heller belichtet vielleicht. So und zack. Ja, die sind doch bestimmt ganz gut geworden. Lass mal gleich gucken. Ja, perfekt. Okay, auf einen ist ein Gartenzwerg drauf, aber hey, nicht so schlimm. Rahmen hinzufügen. Könnt ihr euch zusammen angucken. Na, das ist doch super geworden, oder? Oh, das ist voll süß, wie die beiden jetzt hier stehen und sich das zusammen angucken. Das finde ich gut. Schade, dass das Ding hier wieder nicht, dass das wieder am Rumspacken ist. So vielleicht Bruder- und Schwestermäßig? Ja, so sieht das gut aus. Tja, du kannst dir natürlich auch überlegen, erstmal ein Praktikum zu machen oder so. Um kennenzulernen, wie so Berufe sind? Ja, Mann, einfach erstmal ein Berufspraktikum machen. Das hatte ich auch. Ich habe auch viel durchprobiert. Ja, Mann, dann ist das vielleicht eine ganz gute Idee oder so.
Das könnte ich machen. Ich wollte immer schon mal schauen, wie das ist, so das echte Arbeitsleben. Ja, du kannst zum Beispiel bei Kollegen anfangen, Freunden oder so. Schau mal, wer bei dir alles halt auch arbeitet, ne? Guckst dir das einfach mal an und überlegst dir das. Oh ja, wir können dazu so ein bisschen quatschen. Sie kann ihm Tipps übers Essen geben, über Geschicklichkeit reden, um ihm das beizubringen. Und, was gibt's sonst noch? Kochtipps geben und sowas. Ja, so Reparaturen im Haushalt, das musst du natürlich auch ein bisschen üben, dass du da alleine klarkommst. Ja, okay, das verstehe ich. Ja, und auch kochen. Du musst ja auch für dich selber sorgen können. Du musst mal richtig kochen üben. Ja, da hast du recht. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Weil nachher explodiert mir der Herd. Das ist mir schon mal fast passiert. Mit einer Mikrowelle. Du, ganz ehrlich, ey. Da musst du echt aufpassen. Ich habe gedacht, da ist irgendwie ein wildes Tier in meiner Küche. Dabei ist nur die Mikrowelle kurz zum Explodieren gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Akito damit so ein paar Probleme hat. Ja, dann fände ich das eigentlich ganz cool. Wo könnte Akito dann anfangen? Natürlich auf der einen Seite könnte er bei Sam ja im Labor mit anfangen und so ein bisschen die Labortätigkeiten kennenlernen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch andere Jobs, die man machen kann. Den aktiven Sim wechseln war nicht so einfach, richtig? Wartet mal. Testing Cheats True. Das könnte man quasi über einen kleinen Trick machen. Man geht in der Stelle einen Sim, klickt dann auf OK und man hat den aktiven Haushalt gewechselt. Es ist zwar auch manchmal ein bisschen buggy, aber... Ach, was soll's. Furbyware. Wir nehmen Akito. Und dann, ne? Nimm dich vor den wütenden Vögeln in Acht. Oh nein, die wütenden Vögel. Oh no. Gucken wir mal, ob das jetzt geklappt hat. Wo wir hingeworfen werden. Der Ladebildschirm. Komm schon, du hattest es doch quasi gerade in der Zwischenablage. So kompliziert kann das doch auch nicht sein. Ich finde Akito jetzt richtig niedlich so. Dass er so richtig so Gedanken darüber macht. Oh, ich werde jetzt erwachsen und ich muss mich um alles kümmern. Und Oh, wir haben Verlust gemacht. Okay, ja, kann ja mal passieren. Wir haben Verlust gemacht, alles klar. Könnt ihr hier wieder bitte zusammensitzen? Geschäfte zum inneren Garten geschlossen. Aber das soll man doch auch einfach öffnen können, während man... Das soll doch einfach so Einnahmen generieren. Hat Stand zumindest da so, dass das so gehen soll. Ja, ich kann mir jetzt mal angucken, was es so für Jobs gibt. Es wäre natürlich eine Möglichkeit. Ne, also, Jobs suchen. Einfach mal mir schon mal anschauen, was für mich in Frage kommt. Ansonsten gucke ich mal bei meinen Kollegen und Freunden. Tja, also ich finde es zum Beispiel ganz lustig, wenn er zeitlang Polizist wäre. Also quasi in der Polizistenkarriere mal so anfängt. Business wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, er sollte wirklich bei Berat und bei Sally mit aushelfen im Laden. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache. So als, fände ich eigentlich ganz gut. So, dann würde ich das so machen. Ich würde sagen, er hilft bei Berat und Sally aus. Das ist, glaube ich, echt sinnvoll. Yuki nimmst du mal nicht mit. Die kümmert sich jetzt zu Hause im Haushalt. Alter, wir können Luca Mangold voll nicht leiden, ne? Jochen auch nicht. Martin auch nicht. Voll weird. Seiner Freundin ist er jetzt quasi ja auch gar nicht mehr zusammen, weil er jetzt ja erwachsen ist oder so. Ich habe keinen Plan. Das Spiel ist da so ein bisschen defekt, was das angeht. Aber Sina und Tina werden auch bald altern. Die haben bald Geburtstag. Da habe ich auch einiges geplant. Da müssen wir gucken, ob ich das in so ein bisschen Mini-Special machen muss, damit ich das so umsetzen kann, wie ich es geplant habe. Und wir reisen jetzt nach Windenburg. Doch, ja. Dann wir gehen jetzt gleich mal zum Hasenbauer und sagen nach dem Motto so, hey, wir treffen uns da mit unseren, ne, mit Sally und mit Berat und er macht quasi Vorstellungsgespräch. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge von Die Sims 4. Zeit für Freunde. Zeit für Arbeit. An die Arbeit quasi, weil wir jetzt wieder ein bisschen an die Arbeit machen werden. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht den Laden ein bisschen auf Vordermann bringen. Geld bräuchten wir dafür auch noch. Ne? Weil der ist ja bis jetzt ein bisschen zu klein. Mal sehen. Okay, Leute, macht's gut. Bis dahin. Wir sehen uns.